Hi, ich bin Luis, 21 Jahre alt und ich bin Student an der HWR Berlin. Ich würde schätzen, so circa mit 16 Jahren. Man konnte das noch nicht ganz erkennen, aber die ersten Ansätze waren auf jeden Fall da. Das war bei mir eine ganz einfache Entscheidung. Ich bin 21 Jahre alt, Haare fallen eventuell noch weiter aus. Ich hatte keine Komplettglatze, sondern eher starke Geheimratsecken. Und da war das für mich einfach noch nicht attraktiv genug, dieses Risiko einzugehen, dass ich nochmal eine machen muss, meine Haare ausfallen. Deswegen war die Pigmentierung die perfekte Lösung für mein Haarausfallstadium und halt mein entsprechendes Alter. Sehr sympathischer Typ. Wir hatten viel Spaß bei der Pigmentierung, haben wirklich manchmal auch, mussten wir aufhören zu pigmentieren, weil wir gelacht haben so stark. Es war ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Es hat immer Spaß gemacht, herzukommen. Ich hatte nie keinen Bock auf die Sitzung oder so. Es war immer was Cooles. Feedback war krass. Also zum Beispiel mein Onkel hat gar nicht gemerkt, dass ich irgendwas gemacht habe, obwohl er mich jedes Mal sieht. Und auch allgemein, die meisten Menschen merken es einfach nicht. Ich bin unfassbar zufrieden, vor allem dadurch, dass ich und Ugo die Haarlinie nochmal vorher besprochen haben, sieht die genauso aus, wie ich es haben wollte. Und ich kann jeden Tag mit einem frohen Ergebnis aufstehen. Ich bin unfassbar zufrieden, vor allem die Haarlinie sieht bei mir sehr natürlich aus im Vergleich zu anderen Leuten. Ich finde, man würde es nicht merken, wenn man nicht weiß, dass Pigmentierungen existieren. Ja, ich würde es vor allem Leuten in meinem Alter empfehlen, da Haartransplantationen sich einfach noch nicht lohnen würden. Und es verändert einfach dein Leben, dein Gesicht verändert sich wieder und du siehst aus wie vor dem Haarausfall.